Hey, ho gerade auf in ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online Video ist heute für euch am Start und heute geht es um das neue Interview mit GamesRadar und dem Präsidenten von Rockstar North, Rob Nelson. Bevor wir allerdings darauf eingehen, kurz mal ein paar Worte zu allgemeinen Dingen, zum Beispiel dem XP-Glitch, den ich euch letztes Mal vorgestellt habe. Der geht immer noch, allerdings darf man den Freunden nicht direkt im Free Roam in die Lobby joinen, sonst kommt diese Error-Meldung, die habt ihr alle bestimmt schon jetzt mittlerweile tausendmal gesehen, haben sich auch einige in den Kommentaren schon darüber ausgetauscht. Das ist immer dann, wenn ihr jemanden direkt nachjoint. Also wenn ihr zum Beispiel mir direkt nachjoint, bevor ihr das Spiel startet, dann geht das nicht. Ihr müsst erstmal in den Free Roam, dann von dem Free Roam mir joinen oder halt irgendeinem anderen Freund aus der Liste, der gerade im Free Roam ist. Wenn der irgendwas anderes macht, dann könnt ihr meistens nicht einfach so joinen. Also ihr geht erstmal in eure eigene Free Roam Lobby, dann zu dem Freund, dann macht ihr das Ganze, wie ihr es kennt, zur Eliminierungsserie groß gehen. Da gibt es natürlich jetzt 30% weniger XP und Dollar als damals noch, weil damals diese Aktion war, wie auch immer. Ihr geht hier rüber auf zurück zum Free Roam, haltet X gedrückt, drückt die Playstation-Taste, geht zum Freund, joint dem wieder in den Free Roam nach. Also der muss quasi drinnen bleiben im Spiel, damit ihr dem wieder zurückjoinen könnt. Aber während ihr halt X gedrückt haltet, macht ihr das Ganze, sodass ihr quasi das Spiel selber verwirrt. Mit Kreis dann abbrechen und ihr landet wieder bei ihm, bei dem Freund, in der Lobby und habt allerdings jetzt natürlich die Belohnung dafür bekommen. In dem Fall sind es meistens ungefähr 200 XP bei mir. Ich habe auch mal 300 bis 400 bekommen, aber meistens sind 200 bis 300. Ich glaube, es hängt damit zusammen, wie lange ihr in dem Spiel wartet. Sicher seid ihr, wenn ihr 20 Sekunden wartet und dann den Free Roam Glitch macht, dann bekommt ihr meistens die 400 XP plus ungefähr 14 bis 19 Dollar. Habe ich auch mal bekommen. Aber meistens ist es so um den Dreh. Und jetzt wisst ihr auch, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, das Ganze funktioniert jetzt wieder. Damals war wirklich der Error ständig da. Und ich wusste selber nicht, woran das liegt. Ich denke mal, die Rockstar-Server waren überlastet, weil das sehr, sehr viele Leute gemacht haben. Also das Ganze in Maßen genießen. Dann haben wir noch die PlayStation Plus-Geschenke. Letzten Monat war es dieser Seilholzer, den wir bekommen haben. Diesen Monat ist es der blaue Poncho. Also im Prinzip einfach nur der gleiche Poncho, nur in der blauen Farbe. Weiß gar nicht, ob ich den schon habe, aber den können wir uns jetzt auf jeden Fall auch abholen. Der Original Score ist mittlerweile auch rausgekommen. Also nicht der Soundtrack, der ist vor knapp einem halben Monat rausgekommen, dreiviertel Monat. Und jetzt ist auch noch der Score dabei, also jetzt ein bisschen mehr atmosphärische Musik, sage ich mal, alles auf Spotify verfügbar. Mittlerweile gibt es auch das Warehouse Summer Sale Angebot, also endlich ist der Sommer auch bei Rockstar angekommen anscheinend. Ich glaube, gestern oder vorgestern ist das Ganze rausgekommen. Red Dead zum Beispiel kostet jetzt nur noch 40 statt 60 Dollar. GTA 5 kostet 10,50 statt 15 Euro oder Dollar. Ich glaube, alles ist in Dollar da, aber im Prinzip lässt sich das Ganze auf Euro auch ummünzen. Also im Prinzip alles 30% günstiger. Ganz nett, falls ihr zum Beispiel Red Dead noch nicht besitzt oder GTA 5 kaufen wollt, ist jetzt eure Chance. Dann haben wir noch die Top 20 der meistverkauften PlayStation Games im Juli. Und das ist wirklich interessant, GTA 5 ist auf dem ersten Platz. Wundert auch nicht, schließlich war das Casino-Update wirklich extrem erfolgreich. Da haben eine Million Spieler gleichzeitig gezockt, so viel wie seit Release von GTA Online nicht. Obwohl das Update eigentlich gar nicht so gut war, hat die Hype-Maschinerie anscheinend richtig funktioniert. Sehr, sehr viele Leute haben sich GTA 5 wieder gekauft, für den Online-Modus auch speziell. Und die können natürlich jetzt den ganzen Content nachholen, den es bis dahin gab. Auch wenn das Casino-Update selber nicht so viel gebracht hat, können die halt jetzt trotzdem genug spielen, ne? Und das zweiterfolgreichste im Juli war Minecraft. Auf Platz 5 war Spider-Man. Auf Platz 19 war Sims 4. Ein extrem altes Spiel, was so gut wie kein Mensch mehr spielt. Und auf Platz 20, hinter Sims 4, hinter Spider-Man, hinter Minecraft, ist einfach mal Red Dead Redemption 2. Wie traurig ist das denn, dass das so wenig verkauft wird? Auf Platz 20 nur noch. Das ist hart. Es muss dringend was im Online-Modus getan werden, denn wie man sieht, zieht der ganz, ganz viele Verkäufe. Und damit kommen wir jetzt auch endlich mal zum eigentlichen Kernthema dieses Videos, nämlich dem neuen Interview zwischen GamesRadar und Rob Nelson. Das ist wie gesagt der Präsident von Rockstar North. Die sind eigentlich hauptverantwortlich für die GTA-Serie, haben aber natürlich auch bei Red Dead Redemption 2 ordentlich mitgewirkt und sind jetzt vor allem für den Online-Modus zuständig. Der erste Satz im Interview war gleich mal, Red Dead Online ist hier, um zu bleiben. Die ersten Verbesserungen nach dem Release sind in die Serverstabilität geflossen und als nächstes soll die Vielfalt an Dingen, die wir in der Welt tun können, erweitert werden. Interessant ist hier, dass die ganzen anderen großen, in Anführungszeichen, Updates gar nicht erwähnt werden. Wahrscheinlich, weil es da an Dingen, die wir in der Welt tun können, gar nicht so groß erweitert wurde. Schließlich haben wir das einzig Wirkliche bekommen, dass wir jetzt Poker spielen können. Das ist eigentlich das einzig große inhaltliche Update gewesen. Alles andere sind irgendwelche kleinen Gameplay-Feinheiten oder Quality-of-Life-Improvements, die aber eigentlich nicht wirklich, außer PvP-Modi natürlich, das Game in signifikanter Weise irgendwie vorangebracht haben. Er sagt außerdem, dass es bei GTA Online über ein Jahr gedauert hat, bis es so weit war, wie wir es heute kennen, aber so lange wollen sie bei Red Dead Online nicht warten und das Sommer-Update soll jetzt quasi dafür den Grundstein legen, wie wir ab dann Red Dead Online erfahren. Aber ich muss sagen, dass es mehr Updates gab, stimmt so nicht ganz. Wir hatten eigentlich Red Dead Online nur zwei Updates,
Das eine, das zum Beispiel das Kopfgeldsystem eingeführt hat und so andere Gameplay-Feinheiten verändert hat. Und das Frühlings-Update, das schon zum Beispiel Poker reingebracht hat. Aber ansonsten hatten wir keine Updates. In GTA Online hingegen gab es um einige mehr, aber darauf gehe ich gleich noch ein. Sie gucken sich zum Beispiel auch, und das sagt er wirklich selber, viel von der Community selber an, also so viel sie können. Was die sagen, wie sie das Game spielen und lassen sich so inspirieren. Teilweise kann ich das unterschreiben, was zum Beispiel die Wirtschaftsänderungen angeht. Also der Defensivmodus zum Beispiel, der ist auch cool gewesen. Für viele ein Segen wirklich, dass jetzt mehr in Ruhe gelassen werden. Trotzdem wünschen sich natürlich auch sowas wie private Server viele. Auf der anderen Seite haben wir auch sowas wie den Jagd-Nerf, was überhaupt keiner unterschrieben hat, dass wir jetzt einfach weniger Geld für Jagdbeute bekommen. Das ist überhaupt nicht der Sinn der Sachen gewesen, auch wenn man sagen muss, ja, viele Sachen sind billiger geworden und man hat auch viel mehr Gold und auch Geld, zum Beispiel bei PvP-Modi, das man ausgeschüttet bekommt, da stimmt schon alles. Aber man kann natürlich auch das Ganze so auslegen, dass Red Dead Online bzw. Rockstar am Anfang extra richtig schöne Scheißpreise reingebracht hat, um dann zu gucken, wie groß der Aufschrei der Community sein wird, um dann Sachen zu ändern, um dann quasi zu sagen können, ja, wir haben doch auf die Community gehört. Ist natürlich alles Spekulation, kann man nicht beweisen, aber da ist schon irgendwie was dran. Und wenn man sich jetzt fragt, warum machen die nicht einfach GTA Online im Wilden Westen, darauf gehen die auch im Interview ein. Sie haben zum Beispiel GTA Online benutzt für das Grundgerüst, aber natürlich ist die Engine, die Grafik etc. die von Red Dead Redemption 2 und nicht die von GTA. Ist ja logisch, dass dann alles angepasst werden muss und sie wussten von Anfang an, dass Red Dead Online was Eigenes werden soll. Eine eigene Welt mit einer eigenen Geschwindigkeit, einer eigenen Größenordnung und dadurch natürlich auch eine eigene Erfahrung sein soll und eben nicht das, was sie in GTA gemacht haben, einfach kopieren soll. Was sie gelernt haben, ist zum Beispiel nicht die gleichen Fehler zu machen, die sie in GTA Online gemacht haben, weswegen auch schneller Updates dafür kommen, wie neue Missionen gestaltet werden, Koop-Gameplay gemacht werden soll und das haben sie halt bei GTA Online noch nicht gewusst, da mussten sie alles erst lernen. Und das sagen sie so im Interview, aber da frage ich mich, mehr Updates? Stimmt so nicht. Im ersten Jahr gab es für GTA Online insgesamt 10 Updates, nachdem das rausgekommen ist. Also im gleichen Jahr gab es schon 4 Updates. Das kam im Oktober, glaube ich, raus, GTA Online. Und dann gab es im gleichen Jahr noch 4 Updates. Das erste Update kam einen Monat später, dieses Beach-Update. Da kam nicht viel inhaltmäßiges Zeug raus, aber immerhin etwas. Und wie gesagt, im selben Jahr 4 Updates und danach im Jahr bis zum Oktober, also quasi ein Jahr danach, nochmal 6 andere. Das heißt 10 insgesamt, darunter zum Beispiel auch der Creator-Modus, wo man selber Missionen gestalten konnte. Die Heist kam wirklich erst 1,5 Jahre später nach Release. Okay, da wurde das Spiel eigentlich erst so richtig bombastisch, dass dann wirklich sehr, sehr viele Leute da eingestiegen sind. Und das ist quasi das, was er auch meinte, dass es dann so wurde, wie wir GTA Online jetzt kennen. Aber der Creator-Modus alleine, wie viel der an Inhalt gebracht hat, das kam, ich glaube, 2 Monate oder 3 Monate später nach Release. Und sowas brauchen wir halt in Red Dead Online einfach ganz, ganz dringend. Inhalt, der von uns selber erschafft werden kann, der quasi dabei helfen kann, die Zeit zu überbrücken, bis wir auf das nächste offizielle Update warten. Und wie gesagt, das kam in GTA Online schon längst. Und hier zu sagen, dass es mehr Updates gibt für Red Dead Online und dass sie dann weniger Zeit brauchen und schnellere Updates rausbringen, das trifft vielleicht heutzutage zu, wo nur noch 2-mal im Jahr was für GTA Online kommt. Aber damals, gleich zu Release, da kam fast jeden Monat was. Ja? 10 Updates innerhalb von einem Jahr. Das sagt eigentlich schon alles aus. Und klar, das waren auch teilweise kleinere Sachen, aber trotzdem. Die fundamentalen Unterschiede sind halt, dass Red Dead sehr viel weniger bombastisch ist, aber dafür mehr aufs Entdecken und auf Roleplay-Aspekte fokussiert ist. In GTA hingegen, da geht es eher um Chaos verbreiten, Cash machen, eben wie halt in GTA 5 selber auch. Natürlich orientieren sich die Online-Modi an dem Hauptspiel. In GTA Online haben sie einen fast instant zum Multimillionär gemacht. Mit einfach riesigem Content von der Größenordnung her. Fette Yachten, ganze Militärbasen, ein eigenes Riesenunternehmen und so weiter und so fort. Und dann ist halt schwer zurückzugehen und was Kleineres rauszubringen, weil dann alle Leute sagen, ja, das ist der Lame, ich habe schon viel größer gesehen. Und deswegen muss es ständig größer und größer in GTA Online werden. Und genau diesen Fehler, was ich als Fehler anbetrachte, wollen sie halt nicht in Red Dead Online machen. Soll heißen, dass sie jetzt nicht unbedingt vermeiden wollen, dass man reich werden soll, sondern nur, dass es einfach viel, viel mehr Ausdauer braucht für den Erfolg. Sie wollen zum Beispiel uns nicht von Anfang an unsere Reise mit einer Achterbahn, mit einer Eisenbahn versorgen, dass man quasi selber die Möglichkeit hat, eine Eisenbahn zu kaufen. Das soll irgendwann mal gehen, aber nicht von Anfang an. Der Händler soll erstmal starten, ganz klein in seinem eigenen Camp und dann wird das nach und nach erweitert. Und sowas wie die Eisenbahn, dass man das überhaupt jetzt hier erwähnt, zeigt mir schon im Interview, dass die durchaus schon Pläne haben und dass sie sich auch Gedanken gemacht haben, wie man diese Rollen dann erweitern kann, ne? Und sinnvoll quasi
voranbringen kann. Diese Rollen sind jetzt quasi das Fundament. Falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, von den drei Rollen, die jetzt im Sommer-Update kommen. Der Kopfgeldjäger, der Händler und der Entdecker. Und natürlich gab es auch dazu ein paar Worte im Interview. Ich fasse euch das Ganze mal zusammen. Jederzeit ist es möglich, zwischen diesen Rollen zu wechseln. Man kann entweder alle drei leveln oder auch nur eine einzige. Und man kann das mit Solo- oder Koop-Missionen voranbringen. Und es soll sichtbar sein durch die Waffen, Klamotten und Gadgets, wie weit man jeweils mit der Rolle vorangeschritten ist. Es soll allerdings kein MMO werden, sondern wie in der Story dafür sorgen, dass man sich mit dem Charakter verbunden fühlt, ja. Aber wo ich mir denke, das Einfachste, wie man das machen könnte, ist einfach sprechende Charaktere einzufügen, wo man dann selber die Chance hat, wie im Story-Modus, Sachen zu entscheiden, was man sagen möchte. Diese Rollen sollen später noch erweitert werden, wie gesagt, zum Beispiel, dass der Kopfgeldjäger, und das ist auch eine Besonderheit, jede von den Rollen soll ehrenhaft, aber auch unehrenhaft erweitert werden. Zum Beispiel der ehrenhafte Kopfgeldjäger soll irgendwann mal Sheriff werden oder der unehrenhafte Kopfgeldjäger ein Desperado. Der Händler soll mal irgendwann einen Shop in der eigenen Stadt bekommen. Das Ziel ist, das Online-Spiel auf die gleiche Ebene von Interaktion und Immersion wie den Story-Modus zu bringen. Und das ist echt eine feine Sache und genau der richtige Weg. Aber die Zeit, die das braucht, ist schon enorm. Und auch wenn sie hier sagen, zum Beispiel auch im Interview, dass die drei Sachen, die von den Reddit-Online-Spieler von Anfang an gewünscht wurde, ist besseres Balancing, ich nehme mal an, damit ist die Wirtschaft gemeint, eine stärkere Connection zu seinem eigenen Charakter und Ponchos. Zwei davon haben sie zumindest aufgegriffen, den Poncho gibt's ja, das mit der Wirtschaft wurde auch ein bisschen verändert und die Connection soll jetzt durch die Rolle passieren. Aber meiner Ansicht nach sollte man sich auf diese drei Dinge noch überhaupt nicht konzentrieren, bis man zwei fundamentale Dinge nicht in den Griff bekommen hat. Das eine sind Bugs, Connection Errors und so weiter und so fort. Ohne das kann das Spiel überhaupt nicht laufen. Und das zweite ist, das überhaupt Wichtigste meiner Meinung nach, der mangelnde Inhalt. Es gibt einfach im Free Roam und allgemein in der Welt von Reddit Online viel zu wenig zu tun. Die Langeweile setzt viel zu schnell ein und weder das Frühlings-Update noch das andere Update haben inhaltsmäßig groß was reingebracht. Es gab neue fremde Personen und so weiter. Das ist ganz nett. Es gab mehr PvP-Modi. Ist ganz nett. Für eine Stunde. Dann hat man es gesehen, dann ist es durch und das war's. Man braucht grindlastigen Inhalt, der über lange Zeit motiviert. Ja, wo man immer wieder, wie bei den Rollen, und ich hoffe, das wird durch die Rollen auch erledigt. Nicht nur die Connection durch den Charakter oder mit dem Charakter, sondern dass man vor allem inhaltmäßig viel mehr geboten bekommt. Und darauf gehen sie halt gar nicht ein. Was mich halt schon so ein bisschen besorgt. Aber immerhin sind PvP und Griefing ein Thema in dem Interview, wenn auch nur kurz. Zum einen sagen sie, dass der Fokus von Anfang an viel zu sehr auf dem PvP-Modi lag. Und das gibt der Rockstar-Präsident auch selber zu, dass sie nicht so gut angekommen sind, wie sie dachten. Also immerhin kommt das Feedback tatsächlich bei denen an. Und im Laufe der Zeit wollen sie es auch so machen, dass jetzt nicht mehr der Hauptfokus auf dem PvP-Modi liegt. Wir haben es auch schon beim Frühlingsupdate so gesehen, da war das nur noch ein Teil des Menüs. So drückt er das wirklich aus. Ja, das PvP zwar auch dazugehört, aber Free Roam jetzt um einiges mehr Aufmerksamkeit bekommen soll. Und wo wir gerade beim PvP waren, das Griefing ist natürlich auch ein großes Thema. Sie kennen sich natürlich bestens darin aus wegen GTA Online. Das ist auch um einiges schlimmer. Und sie wissen auch, dass es in Reddit Online weit besser ist, weil es auch viele gibt, die einfach für sich sein wollen. Und das haben sie auch gesehen, ja. Das haben sie im Spiel erfahren, dass einfach viele Leute für sich selber sein wollen. Auch durch Feedback natürlich, aber auch, weil sie halt andere Leute beobachten, die Spieler selber. Und der Defensivmodus kam zwar dazu und es soll jetzt auch noch mehr Fokus auf den kommen, dass man da noch weniger Schaden erleidet. Trotzdem ist das natürlich kein Ersatz für eine richtige Solo-Lobby oder eine Invite-Only-Session mit Freunden. Das weiß Rockstar auch und sie wissen auch, dass sich viele Spieler das wünschen, aber sie wollen das nicht ins Spiel bringen, weil dann die Leute aufgesplittet werden würden. Also wenn dann das Sommer-Update kommt und dann diese ganzen Rollen da sind, dann wollen sie das alle zusammen auf öffentlichen Servern spielen, damit man auch diese Interaktion zwischen den Spielern hat. Ist für mich zum Beispiel fast unmöglich, weil ich immer den Sprachchat ausstellen muss, wenn ich Videos mache. Für andere ist natürlich eine nice Sache, wenn man sich dann noch mehr auf den Sprachchat stützen kann, noch mehr in diese Roleplay-Aspekte eintauchen kann, als Kopfgeldjäger, als Ehrenhafter, dass man dann wirklich zum Beispiel den Händler oder den Entdecker beschützt vor unehrenhaften Kopfgeldjägern. Oder halt einfach vor anderen Spielern, die Krawall machen, die jetzt nicht unbedingt eine Rolle haben. Ist wirklich eine nice Sache, freue ich mich auch persönlich drauf, aber ich glaube, ich kann da gar nicht so richtig einsteigen, wenn ich gleichzeitig auch was aufnehmen will. Also vielleicht mache ich das dann einfach, wenn ich weiß, okay, jetzt nehme ich hundertprozentig mal ein paar Stunden nicht auf, dann gehe ich auch mal in den Sprachchat, dann genieße ich das auch. Aber ich bin gespannt, wie das Ganze umgesetzt werden wird. Auf jeden Fall hat uns das Interview jetzt ein paar Einblicke hinter die Kulissen gegeben, was leider nur sehr, sehr selten der Fall ist. Was auch meiner Meinung nach der größte Kritikpunkt von Rockstar ist, die fehlende Kommunikation. Aber gut, anderes Thema. Das war es auf jeden Fall erstmal zum Video. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Boom, ba-ba-dum, boom. Ba-ba-dum-bum, United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.